Albaum. Das Radio 1 Album, das Bäume pflanzt. Womöglich haben Sie es schon mitbekommen. Radio 1 bringt gemeinsam mit dem Trikont Verlag das Albaum raus. Ein Album, mit dessen Erlös Bäume gepflanzt werden sollen. In Sambia wird aufgeforstet. Wir wollen Ihnen diese Woche viele der 16 MusikerInnen vorstellen, die mit einem Song auf dem Album vertreten sind. Und eine der Künstlerinnen ist Judith Holofernes. Bekannt geworden ist sie als Frontfrau von Wir sind Helden für ihre Fähigkeit, kleines Alltägliches und großes Politisches zusammen zu denken und zu singen. Mittlerweile ist sie solo unterwegs. Hier ist das Chaos. Herzlich willkommen, Judith Holofernes. Hallo. Hallo. Das mit dem guten Zweck ist ja immer so eine Sache. Wie entscheidest du, wo du mitmachst und wo nicht? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, in die geht wirklich viel Energie bei mir, weil ich viele Sachen gefragt werde. Ich versuche entweder Sachen nur zu machen, wo ich ein sehr schnelles, starkes Bauchgefühl habe, oder Sachen zu machen, wo ich das Gefühl habe, dass ich wirklich was dazu beitragen kann, was nicht jeder dazu beitragen könnte. Das sind so, glaube ich, meine Maßgaben. Und was davon war ausschlaggebend dafür, dass du beim Albaum mitmachst? Bauch, absolut. Also erstens mag ich euch sehr gerne. Und man wird ja von unterschiedlichen Leuten Sachen gefragt und das hilft. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen so ein Idefix mit Bäumen. Also das klingt jetzt so sehr romantisch und blauäugig, aber es gibt so viele Arten und Weisen, sich in der Welt nützlich zu machen, und ich finde es vollkommen okay, da anzufangen, wo man doll was fühlt, und bei mir sind das Bäume. Ich bin ein Waldmensch. Jetzt hast du, Waldmensch, zwei Kinder, und ich muss sagen, ich hadere ja immer ein bisschen mit der Frage, ob sich das persönliche Umweltbewusstsein durchs Gebären verändert hat, als wären Menschen ohne Kinder asozial oder irgendwie nicht in der Lage wahrzunehmen, dass sie nicht alleine sind auf der Welt. Holger fand aber, wir haben vorhin drüber gesprochen, die Frage aus eigenem Erleben ganz berechtigt, also fragen wir sie doch, haben deine beiden Kinder deine Einstellung zur Umwelt, zum Klima verändert? Ja und nein. Ich finde, das hat beide Auswirkungen. Das können wahrscheinlich alle Eltern bestätigen. Kinder bringen ja manchmal auch ein gewisses Maß an Armerudern und Verzweiflung mit sich. Und ich finde, dass man teilweise gerade mit kleinen Kindern ganz schön mit Überleben beschäftigt ist. Und dass da dann teilweise das Wie so ein bisschen überfordert. Also ich weiß, dass ich teilweise Sachen weniger konsequent gemacht habe, als meine Kinder klein waren. Einfach, weil ich nicht mehr konnte. Sozusagen. Und jetzt, wo sie groß sind und dich fragen können, warum du mit dem Auto fährst, falls du mit dem Auto fährst? Also ich kann überhaupt nicht Auto fahren. Aber bist du da schon mal raus? Aus der Nummer bin ich schon mal raus. Nee, tatsächlich hat mir dieses ganze Fridays for Future Ding und so nochmal einen Motivationsschub gegeben. Und eher im Positiven. Also mich hat das einfach zu nochmal so, weiß ich nicht, 30% Konsequenz beflügelt. Aber 30% mehr. Wie sieht die aus, die 30%? Was lässt du weg? Was machst du zusätzlich? Also zum Beispiel bin ich noch konsequenter geworden, was Flüge vermeiden angeht, wo ich berufsbedingt natürlich immer mal wieder mit zu tun habe. Ne? Mhm. Also dass ich irgendwie relativ schnell von A nach B muss. Und dann habe ich auch noch Kinder und dann will man nicht länger weg sein, als man irgendwie muss und so. Und ich versuche aber tatsächlich auch aus Bock, sagen wir mal, bis zu 10 oder 12 Stunden im Zweifel lieber Zug zu fahren als zu fliegen. Das habe ich aber auch schon lange Jahre so gehalten und jetzt bin ich noch konsequenter. Also ich bin dann jetzt zum Beispiel neulich das erste Mal auf dem Hinweg nach London geflogen, weil es vom Timing nicht anders ging, und auf dem Rückweg mit dem Zug gefahren und es ging wunderbar. Es hat total Spaß gemacht, unter dem Kanal durch und so. Das heißt, du findest keinen Quatsch, wenn Coldplay sagen, oh, wir tun erst wieder, wenn das klimaneutral möglich ist? Nee, also Quatsch schon mal gar nicht, weil ich finde, irgendwie sich über Leute lustig zu machen, die irgendwas Nützliches machen wollen, für immer schade. Das war das Diplomatischste, was ich zu diesem Thema je gehört habe. Also ich würde nicht so weit gehen. So, ne? Also ich finde schon, dass man abwägen muss. Du hast dich uns als Waldmensch zu erkennen gegeben, und wer deine Tiergedichte kennt, der weiß, dass du Allergikerhunde liebst, aber auch Erdmännchen und Erdferkel. Hast du denn auch einen Lieblingsbaum? Ich habe eine Kastanie vor dem Fenster, die ich sehr liebe, und um die habe ich immer so subtil ein bisschen Angst, weil bei uns in der Straße wurde mal so randomisiert eine andere Kastanie gefällt.
Und seitdem habe ich immer so Fantasien, dass ich mich an die ketten muss irgendwann und so. Oder dass ich es nicht mitkriege und die dann morgens irgendwann einfach weg ist. So Tree-Hugging war gestern. Judith Holofernes kennet sich anders und ist vertreten auf unserem Album. Und zwar mit dem Song Der Krieg ist vorbei von ihrem zweiten Soloalbum Ich bin das Chaos von 2017. Warum ausgerechnet dieser Song? Das besprechen wir gleich vorher hören wann. Vielen Dank bis hierhin. Und suchte in den Trümmern nach einem Radio für ihren Balkon. Sie sagt, sie mag diesen Song. Und jedes Radio spielt ein Halleluja, der Krieg ist vorbei. Judith Holofernes ist zu Gast in unserer Sendung und diesen Song hier, Der Krieg ist vorbei, hat sie uns fürs Album zur Verfügung gestellt. Hallo nochmal, Judith. Hallo. Hallo, du hast mal gesagt, Der Krieg ist vorbei sei das pompöseste, größte und ernsthafteste Lied auf der Platte. Warum hast du dir gerade den ausgesucht für das Album? Darf ich zugeben, dass ich nicht mehr ganz sicher bin, ob das eine gute Idee war? Ja, das also zu sagen oder das auszuwählen? Ich meine, ich liebe den sehr, aber so im Kontext mit den Songs von den anderen Leuten, er ist schon sehr dark und irgendwie hat mir das auch gefallen, weil der hat ja sowas Postapokalyptisches, ne? Also da wird ja so ein Bild gezeichnet, in dem dann alles schon wieder anfängt zu blühen, aber das ist ja in dem Song auch nicht unbedingt positiv, ne, sondern ist ja eher, dass da überall schon wieder der Kommerz hervorbricht und Neonreklamen in den Ruinen quasi auftauchen. Weiß ich auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Nee, ich habe Gothic Holofernes. Nein, die Dringlichkeit und das Dunkle und Apokalyptische hat mir in dem Moment zu dem Thema gefallen. Jetzt hätte ich vielleicht auch ganz gerne was Fröhlicheres ausgesucht. Jetzt bin ich wahrscheinlich eine unverwüstliche Optimistin, aber ich habe mich gefragt, was besingt sie denn da? Die Apokalypse, das hast du ja gerade beschrieben, oder doch den Aufbruch danach? Der schien mir schon auch drin zu sein, jenseits von Neonröhren und Reklame. Also eigentlich von der Entstehungsgeschichte ist das ein wahnsinnig persönliches Lied. In dem Lied ist eine sehr traumatisierte Person in einem Haus verschanzt, ne? Und eigentlich erst am Ende des Songs stellt sich heraus, dass diese Person vielleicht die einzige ist, die ihre Waffen noch nicht abgegeben hat. Und draußen ist eine Parade von denen, die schon wieder den Neuanfang irgendwie zelebrieren und diese Person, in Klammern vielleicht ich, kann noch nicht so richtig aufhören. Und das ist eigentlich ein hochdramatisches Bild für etwas sehr Inneres, das nicht aufhören können. Apropos Neuanfang. Du machst jetzt auch noch Podcasts. Seit kurzem gibt's einen Salon Holofernes, nicht frei hörbar, sondern nur für deine Abonnenten auf Patreon zurzeit. Was besprichst du da mit den Leuten? Falls es überhaupt Leute gibt außer dir. Was wird ja, es gibt doch, es gibt ganz tolle Leute. Also ich wollte immer schon einen sehr nerdigen Podcast über Kunst machen. Und ich spreche mit ganz, ganz unterschiedlichen Künstlern, also so unterschiedlich wie möglich, über ihren Alltag und ihr Arbeiten und wie sie eben Kunst machen. Und es ist ein bisschen wie so ein groß angelegtes Forschungsprojekt. Zwei also Folgen gibt's ja schon. Mit wem hast du bisher gesprochen? Ich habe gesprochen mit Philipp von Deichkind, die ist schon oben. Ich habe gesprochen mit Andreas Dresen, die ist auch schon oben. Ich habe gesprochen mit Sascha Walz, mit dem Dichter Jan Wagner, mit meiner Mutter Cornelia Hohlfelder von der Tann, die literarische Übersetzerin ist. Ich spreche noch mit einem Krimi-Autor. Ich habe mit Girl gesprochen, mit der tollen Indie-Band. Und 9 Folgen habe ich schon gemacht. Also sie sind alle noch nicht so richtig fertig, muss ich noch Intros sprechen und so, aber. Jetzt bist du Saloniere. Ende November hast du auf Facebook geschrieben, ich möchte heute mit dramatischem Gong und Fanfaren meinen Rücktritt verkünden. Danach möchte ich dann weiter mein Ding machen, unter gleichem Namen, aber jemand anderes sein. Banget nicht, es sind gute Nachrichten. Ich mache eher noch mehr Kunst künftig als weniger. Also jetzt schreibst du, singst du, musizierst du, podcastest. Was kommt noch? Rhönradfahren. Ja, bestimmt. Tatsächlich habe ich mir jetzt da auf Patreon sozusagen ein Zuhause für mein ganzes Zickzack-Kunstverhalten geschaffen. Und was noch dazu kommen könnte oder sich vage am Horizont
abzeichnet, ist mehr Schreiben. Vielleicht in Richtung Buch. Aber das Schöne ist, dass ich eben alles, was ich mache, inklusive Musik, da jetzt erstmal an diesem kleineren Kreis immer ausprobieren kann. Und auch wenn ich zum Beispiel was schreibe, dann kann ich im Prinzip ein halbes Buch schreiben und dann merken, dass ich es doch nicht machen will und hatte aber auf dem Weg dahin schon total viel Spaß. Community-basierte Kunst. Judith Holofernes macht mit auf unserem Albaum. Besten Dank fürs Gespräch. Dankeschön.